Ich komme gerade von hinten an, also. Wer von euch hat den Ingame-Tag PAD HD? Ja, ich habe PAD HD und Bahnfan 30 auf meinem Schirm. Ja, du hast mich nämlich gerade, sagen wir mal, mehr als nur beinahe geküsst. Der darf gar nicht. Der Security. Ich heiße nicht PAD im Spiel. Nicht du, Leonhard. Der hat auch offiziell die Genehmigung dazu, hier jeder der Mobs, keine Ahnung wie das Wort hieß, Mobsgeschwindigkeit. Der wird gnadenlos rausgerammt. Ja. Kannst du dir mal im Nachhinein im Video angucken, wie verdammt knapp das war. Wer denn? Ja, PAD HD. Der nee, ich bin nicht ich hab euch HD. Gefunden, ne? Der hinter Barbarian Gamer ist. Du hast uns gefunden, ja? Ja. Ja. Sind wir jetzt bei der Ostersuche? Du hättest uns auch fragen können, wo wir sind. Wieso? War doch gar nicht schwer. Wo bist du denn? Ja, ich schließe gerade an das Ende an. Ah, sehr gut. Du bist ja vor mir, gell? Vorsicht, ein G. Ach nee, das war eine Laterne. Gut. Ich heiße Staben-LP und war gerade ganz hinten. Alles klar. So ruhig im TS hat man selten. Also Standardgeschwindigkeit ist 80, ne? Jo, ich hab's im Tempomat. Leck der. Wer denn? Also ja, der Bavarian, ne. der hat gerade, weiß nicht, 5 Sekunden Stempel gehabt. Bei mir hat er nicht. PAD HD hat sich gerade eben mal kurz auf die Gegenfahrbahn gesetzt, ne? Ich hab's gesehen, ja. Ja, ich war voll ausgewichen. Ja. Nachdem du mich geschnitten hast. Nö. Nur nicht, da war wirklich kein Zentimeter Platz mehr zu mir zwischen Leitplanke und dir. Ja, ja, kann schon. Ja, lol. Jetzt sind wir mit Diano. Ja, fährt jetzt vor, ne? Das. Boah, was ist eigentlich? Ich glaube, es ist. Ja, gut. Wer ist eigentlich GERLP Murat? Weil der kommt jetzt rechts. Ich bin's, warum? Ah, okay. Der Name sagte mir nur nichts. Du bist ja auch neu, oder, Murat? Ja. Seit heute. Wann? Ah, ja, seit heute. Das wohl daran. Wollt schon sagen. Ich glaube, ich habe deine Bewerbung im Forum letztens gelesen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Was heißt denn letztens? Gestern, vorgestern oder so. Voll sicher, ich hab mich jetzt heute beworben. Was hat er eben gesagt, seit wann er hier ist, seit heute? Ja. Ich darf jetzt überholen oder was? Stimmt. Kann ich ja nachher mal ins Forum. Okay. Kommen. Vorsicht, Überholmanöver, wir wollen natürlich auch bisschen Action im Spiel haben. Du sollst nicht gegen Leitplanke fahren. Und dann anschließend den Bahnhof. Super, ich kann er denn mal überholen? Was ist das? Heute der Bahnfahrt. Danke. Bitte schön, damit du dich besser fühlst. Ja, danke. Wer hupt da? Security. Der hupt da. LOL. Was LOL? Wer sind sie alle? Ist da schon wer die Leitplanke geküsst? Nö, nö. Ja. Also, ne, den besten Ping hat ja Bahnfan 30. Mit? 19 Millisekunden. Oh, läuft bei mir. Achso, wo darf ich mit der Zahn rein? Ich hab 18 bei mir. Ich hab 35. Ich schwank so zwischen 30 und 45 rum. Ich hab 34. Wenn ich Glück hab ich sogar 25. Oh.
Sag mal, wieso werdet ihr langsamer vorne? Frag mich nicht. Ich bremse auch nur dauernd, so wie Bavaria fährt. Bavarian, kommst du eigentlich aus Bayern? Diesmal keine Laterne? Ja. Ja, hab ich mir schon so an deinem Namen gedacht. Geht ja am Namen drin, oder was? Ah, Überhöhler. Bleib auf deiner Spur. Irgendwann gehen die Frames gerade in den Keller. Wer hinterm Dreck fährt, ruft bald. Ja, was ist denn los? Gibt's gerade irgendwas Interessantes zu der Gegend, wo wir gerade sind? Nein, aktuell leider nicht. Die nächste Ansage von mir kommt in Europol. Wunderschön in Europol. Nein. Bavarian, du leckst gerade so fröhlich vor dich hin. Was denn? Okay, Krampf. Okay, wir machen jetzt eine neue Geschwindigkeit und zwar 70. Das gehörte zur Comedy, ja? Ja, nee, ist klar, das sah schon schießend aus im Rückspiegel. Alter, fast auf dem Boden, ne? Ich hab noch gerettet. Oh Mann, ey. Ich guck nur so in den Rückspiegel und da fliegt sich er einfach in die Pampa. Oh Mann, ey, das sah zum Schießen aus. Ja, das liegt daran, dass ich keine Auflieger habe und voll in die Eisen gegangen bin, ne? Diese Szene verwende ich einmal in meinem. Ich bin ja gerade dabei, so eine Videoserie zu entwickeln, wenn ihr vorher rumgelesen habt, so. Multiplayer so nach Motto how to not drive. Irgendwie leckt es hier voll. Ja, bei mir auch. Also bei mir ist der einzige Lecker Bavarian. Ja. Aber okay. Das liegt an unserer unglaubliche keine Ahnung, woran das liegt. War keine Schuld. Erscheinen liegt es, dass der Server zusammenbricht. Ja, ne? Ja! Da ist sag mal, schon Wolf, passiert. Wer hat dir deinen Führerschein in die Hand gedrückt? Ich fahr so, weil ich gerade alle Kameraperspektive ausprobiere. Wieso fragst du? Wir fahren jetzt bitte alle Standstreifen. Du Bavarian? Ja. Lass mich mal am besten überholen, weil ich hab. Was denn? Ich hatte eben schon deine, sagen wir mal, kam dir ziemlich nah von hinten. Ja, ich warte mal jetzt, bis alle dastehen. Weil es fahren ja noch zwei hier, der Bahnfahren fährt noch. Und Bavarian. Leonard Schwaben, LP. Gute, Maxi. Also jetzt halte ich erstmal erst recht Abstand von dir, Bavarian. Ja, das war gerade kurzzeitig nicht so aus, Bahnfahren. Ja, weil es halt Kurve war. Auffahrt. Da ging es halt schlecht. Schwaben. Das ist mit den Admin so abgesprochen. Was ist? Also wir müssen das Fahren auch noch üben. Was? Wir müssen das Fahren auch noch üben. Wegen was? Nur du hattest eben mich geküsst von hinten. Ja, ich bin ja auch Security, hallo? Ja. Also, wo sind wir jetzt? Wir sind im Wunder, also fahren gerade vorbei, wunderschönen Örebro. Örebro liegt etwa 200 Kilometer westlich von Stockholm, so weit sind wir also Luftlinie schon gefahren, und 300 Kilometer östlich von Oslo, genau, nicht von Stockholm, da fahren wir jetzt hin, und 300 Kilometer östlich von Oslo, also haben wir so Luftlinie 300 Kilometer hinter uns. Und 300 Kilometer nordöstlich von Göteborg. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Örebro Slot und es liegt auf einer kleinen Insel inmitten der Stadt. Natürlich sehr schön gelegen. Sehenswert ist das Freilichtmuseum Wad Klöpping mit den alten Häusern. Die Umgebung der Stadt ist für Fahrradausflüge geeignet, aber auch bei Kanuten, also Kanufahren, ne, und Wandern beliebt. Also
Wenn ihr mal noch ein bisschen Platz bei der Ladung habt, nehmt ein Kanu oder ein Fahrrad mit. Oder einfach nur in euren Fahrerhaus ein bisschen ein paar Stiefel, gut ist. Der Wasserturm Swampen mit einem Café und einer Besucherplattform, von der man einen wunderbaren Ausblick auf Örebro und die Umgebung hat. Der Lift, der einen 50 Meter hochbringt, ist sogar kostenlos. Läuft. Jetzt die Frage, wie viel Einwohner hat die Stadt? Gemessen 31. Dezember 2010. 136.000. Gibt's bessere Vorschläge? Moment. Ja, ich bin auch um die 140 dabei. 400. Okay, Google. Ich tippe so auf die 120.000. Ja, ich bin auch so um die 140 dabei. Falsch, 107.038. Verdammt. So, damit würde ich aus. Jo. Damit würde ich sagen, wir fahren auch wieder weiter nach einem kurzen Screenshot machen. Wir sind ja heute schon weniger, falls wir da jemanden verlieren sollten auf der Fahrt. Wie viel sagtest du gerade, Tim? Einwohner? 110.000. Nö. Naja, warte, ich bin in Westeras. Warte, kann ich dir gleich nochmal sagen. 129.703 Einwohner 2007 laut Google. Und ich habe 2010 gemessen. Ja, okay. Ja. 20.000 ausgezogen in 3 Jahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir fahren weiter. Lol. Oder wir warten mal noch ganz kurz. Mhm, sieht jetzt keiner, was ich jetzt gerade mache. Auch nicht die Kamera. Was machst du? Wir können extra weiterfahren. Nicht. Fernlicht aus. Danke. Und wir fahren bitte erstmal bis 70 km, bis wir uns alle gesammelt haben. Und sind dann bei rund 80 km wieder dabei. Ja, lol. Ja. Kommt der immer hinterher? Nein, wir stehen noch. Warum steht ihr noch? Weil. Jetzt. Wo mir noch steht. Ja, bitte überholen, wenn möglich. Ja. Ah, der Pet stand noch, oder was? Ja, mir hat sich mein Ding rausgehaut. Eigentlich soll's aber. Nee, ich hab gedacht, ihr fahrt weiter. Nee, passt schon jetzt. Ihr seid gerade ausgefahren, ja? Tim? Ja, wir sind gerade ausgefahren. Konvoi Ende rollt. Gesundheit. Gesundheit. Da hat jemand das Licht ausgeknipst. Ja, gerade sagen. Da hat jemand die Stromrechnung nicht bezahlt. Ja. Ah, ich gebe dir ein bisschen Licht, Panzer. Bei mir wird's gerade heller. Ja, weil ich das Fernlicht angemacht habe. Die Beleuchtung gerade ausgegangen. Es ist 5 Uhr morgens, normal, dass jetzt die Lichter ausgehen. Also bei uns brennen um 5 Uhr morgens noch die Lichter. Muss jemand tanken? Ich hoffe nicht. Nö. Ich will Eis. Hey, der lacht dagegen. Ich will eine Fruchtzwerge. Ich will eine Milchschnitte. Mama, was sind wir da? Wie machst du das? Laggen mit 18 Millisekunden. Ich laggen. Ja. Er hat ein unglaubliches Talent, das musst du verstehen. Ich weiß. Ja, das glaube ich gleich, dass er da ganz. Also, wir waren jetzt bitte wieder sippig, also Standard. Sieht gerade nicht so aus, Sushi. Warum sieht es gerade nicht so aus? Weil du mich gerade auf 50 runtergebremst hast. Ja, weil ich ja die ganze Zeit 50 fuhr, damit du aufholen kannst. Ach so, so. Ja. Das ist deine aktuelle Ausrede. Jack, du hörtest. Die Emma muss doch hinterherkommen, die kann ich doch jetzt nicht einfach hinten an so einer Ausfahrt gammeln lassen. Oh, das ist sehr lieb von dir. Ja.